Wer sich in diesen unwirklichen Landschaften bewegen will, benötigt ein sicheres Transportmittel. Das habe ich, hoffentlich. Es geht in die Wüste mit einem Allrad- oder SUV-Auto. Der Tarraco von SEAT soll sich hier beweisen. Und wir sind hier in Marokko gelandet, in Errachidia, eine kleine Stadt mitten in der Wüste. Und das ist mein Arbeitsgerät. On-Road, Off-Road und auch im Schnee habe ich ihn kennen und schätzen gelernt. Der SEAT Tarraco wird in Wolfsburg gebaut, besitzt aber einige Änderungen, die die Spanier selber vorgenommen haben. Das Auto soll helfen, auf losem Untergrund sicher voranzukommen. Hier in Marokko ist vieles noch wie vor einigen hundert Jahren. Das sollte Mann und Frau bei einem Besuch in Marokko nie aus den Augen lassen. Wir sind hier in Marokko, ein bisschen östlich hinter dem Atlasgebirge, in einem Wüstenteil. Das ist ziemlich unbewohnt und hier ist es, glaube ich, notwendig, dass man ein Transportmittel benutzt, mit dem man auch durch die Wüste kommt. Das kann ein Kamel sein oder ein Dromedar oder im besten Fall natürlich ein Automobil, also ein SUV. So ein Transportmittel ist dieser SEAT Tarraco in der heutigen Zeit, aber das war nicht immer so. Seit Menschengedenken sind Kamele oder wie in diesem Fall auch Dromedare das Transportmittel für die Menschen, die hier in der Wüste leben. Das Besondere ist ein geringer Wasserverbrauch. So ein Dromedar braucht im Winter ungefähr alle 2 Monate etwas zu trinken. Allerdings muss man es täglich füttern. So schön das auch aussieht, ich vertraue lieber einem solchen Allradler. Erstens ist so ein Auto etwas schneller, besitzt eine Klimaanlage und das Gefährt schaukelt nicht so heftig, zumindest meistens nicht. Hier in Marokko leben rund 36 Millionen Menschen. Die meisten sind Muslime und leben unter der Herrschaft des Königs Mohammed VI., der dabei ist, die Infrastruktur des Landes erheblich zu verbessern. Trotzdem sind viele Bereiche in Marokko nur so zu erreichen. Das heißt, Vorbereitung ist wichtig. Dieser Tarraco ist ein sehr vielseitiges Auto. Es gibt einen ganz modernen Allradantrieb. Und man hat auch hier die Möglichkeit, verschiedene Menüs einzustellen. So ist man eigentlich immer auf der sicheren Seite, wenn man im Schnee ist oder auch wie hier jetzt im Offroad-Bereich und tiefem Sand. Vielseitig und ein Körner im Gelände ist auch dieser Porsche Macan. Zurück zum Tarraco. Wichtig ist beim Dünenfahren, den Reifendruck knapp unter 1 Bar abzulassen. Das hilft beim Vorankommen. Ja, das Fahren in der Wüste ist eine Disziplin, die wohl die wenigsten Europäer beherrschen. Also das Luftablassen auf dem Reifen haben wir jetzt schon gemacht. Und dieser lose Sand erfordert ein gewisses Umdenken. Man fährt hier im manuellen Modus, im zweiten Gang, durch den Sand und sollte darauf achten, dass man immer eine gewisse Geschwindigkeit hat. Denn wenn man auf der Geraden anhält, dann wird es meist schwierig, wieder loszufahren. Anhalten geht eigentlich nur, wenn es irgendwo abschüssig ist oder wenn es bergauf geht, weil dann kann man zurückrollen oder vorwärts rollen. Die Gravitation hält mich feste, wenn ich auf der geraden Strecke anhalte und will losfahren, wird das meist schwierig. Das kann in extremen Situationen ohne Hilfe auch lebensgefährlich sein, deshalb niemals allein durch die Wüste fahren. Es gibt ein paar Dinge, die sind gefährlich für ein Automobil. Das kann Kälte, das kann Wärme sein. Dazu gehört auch Wasser und letztendlich auch Sand. Aber im Gegenteil zu Wasser kann der Sand nicht verdunsten. Wenn er mal eingedrungen ist, bleibt er da, wo er ist. Das gilt für das Fahrwerk, das gilt für die Bremsen, das gilt auch für die Elektronik oder den Motor. Dieser Sand ist unglaublich fein und kann dann auch zu Störungen führen. Und man hat festgestellt, dass selbst in geschlossenen Systemen, also da, wo sich Elektronik befindet, hat man das Sand gefunden. Nun könnte man meinen, zum Bauen benutzen die Araber ihren Sand. Weit gefehlt. Der muss importiert werden. Der Wüstensand eignet sich nicht zum Bauen, aber zum Üben ist er richtig.
Die Bedingungen, die wir in der Wüste in Marokko sehen, finden wir nicht in Europa. Ich bin auch ein Asphaltfahrer, so ist es auch für mich eine echte Herausforderung, hier zu fahren, die Erfahrung an Journalisten weiterzugeben und auch zu zeigen, dass es richtig Spaß machen kann, hier zu fahren. Natürlich zeigt es auch die Fähigkeiten des Seat Tarraco. Ich hatte das Glück, schon öfter hier zu sein, aber es ist immer wieder schön, dieses bezaubernde Land, das Licht und diese Menschen zu erleben. Als Tourist ist das Erleben anders als das Leben der Einheimischen hier. Doch man kann noch erahnen, wie es hier vor 100 Jahren mal gewesen sein muss. Unser Hotel Chaluka bietet alles für uns. Doch eine Übernachtung ist für die meisten Einheimischen unbezahlbar. Denn viele verdienen pro Monat gerade mal 200 Euro. Man benötigt sicher Wochen mit einem Auto, um Marokko besser kennenzulernen. Aber ich habe schon mal einen Anfang gemacht. Dieser Seat Tarraco kostet in der Basisversion mit 1,5 Liter Benziner und 150 PS rund 30.000 Euro. Ja, das Fahren in der Wüste ist gar nicht so einfach. Und auch ich habe eine ganze Menge gelernt. Aber es hat auch Spaß gemacht.